Jo, Freunde, willkommen. Ich dachte, ich mache irgendwie gerade meine 10 Wings oder was hier Special League. Ich habe gerade Dings bekommen. Jetzt gerade so vor 5 Minuten. Hey Gang, habe ich mich sogar schon geruhnt. Ja, er ist halt gerade noch Level 1 halt, ne? Also 6 da gerade, aber halt Level 1, ne? Deswegen halt so peppige HP und so. Er ist auf Despair Broken dabei. Ich weiß sowieso nicht, was ich mit ihm irgendwie machen, aber halt, ja, Despair ist, glaube ich, irgendwie eh der beste Build bei ihm. Hier ist Slot 6 Accuracy. Schauen wir mal, was irgendwie der zukünftige Balance-Patch sagt, ne? Ob ich irgendwie meine Combo weiterspielen kann oder ob ich irgendwie auf diesen dreckigen CC-Meta-Train aufsteigen muss. So. Ah ja, genau, Special League. Prinzipiell ganz normales RT, nur halt eben ja mit Prebends und tja, wir werden nie wieder einen Word sehen, vielleicht. Vielleicht auch nicht. So, was ja wird ziemlich schwer werden, dass irgendwie was gebannt wird, glaube ich, also pre-gebannt, was ich irgendwie benutze, ne? Aber hey. Okay. Ja, ich spiele halt nach wie vor dasselbe, ne? Habe ich, glaube ich, hier schon gesagt, oder? Weil, warum nicht? Schauen wir mal, wie weit ich irgendwie in Special League komme. Ich meine, Special League ist halt so, glaube ich, interessiert halt wirklich die wenigsten, weil. Okay. Weil, ja. Lohnt halt nicht, ne? Ich habe schon mal irgendwie G2 geschafft in Special League, aber das war, glaube ich, mit 20 Sternen. Noch hier mit Garo und Draco Cleave-Dingens da. Ja, wow. Full Light Team, ha? Gibt es da irgendwas Lustiges, was ich gerade picken könnte, ha? Irgendwie nicht, oder? Habe ich irgendwas Lustiges? Ach, die haben alle keine Runen, hey. Dreck. Naja, dann. Dann ist sehr wurscht. Okay, band mein Haar. Ja, sollte nicht allzu schwer werden. Oh, bitte. Speed Lead, hey, was mache ich, wenn der mich jetzt outspeedet? Ja, okay. Ja, das ist halt irgendwie. Holy shit. Fast irgendwie halbes Team down hier. Ja, Nemesis Fran, aber. Ja, tut mir leid, Junge. Hey, was soll ich machen? Hey, ich. Ja. 25 Punkte. Ja, und er bekommt minus 10. Hätte ich 25 Punkte in normalen RT. Have a nice day. Oh, scheiße, irgendwer hat mir gerade geschrieben, ja? Was für Scheiße. EU sehe ich auch noch, hä? Jesus, ja, ich bin so übertrieben viel gerade irgendwie zu tun. Ich tue gerade so dumm Videos editieren, weil ich 17.000 Mal gestorben bin und das irgendwie nicht zeigen will. Dann um 9 fängt Siege an, eh klar. EU Siege mache ich jetzt dann irgendwie auch noch so. Und ja, heute tue ich auch noch Summonen, irgendwie so 12.000 Scamstones rausballern. In der Hoffnung auf einen Bollwerk und vielleicht sogar einen Dupe Leo oder so. Also über ein Bollwerk würde ich mich freuen. Zwecks Emilia-Kombo halt, ne? Eventuell mit Molong oder Hügel. Ist halt eine ultra starke Kombo. Obwohl ich irgendwie für Molong, glaube ich, gar nicht so die overpowerten Vampire-Runen hätte. Aber hey. So, Lulu und Tessarion. Bin gespannt hier, ich habe auch Dings gebaut. Fertig gebaut, das sieht man nicht sehen. Ja, Lala habe ich heute gebaut.
So, wir brauchen irgendwie das Overpower, das Damage macht, ha? Na, scheiß drauf. Bann mal den Wind Pendel. Wo war ich ja mit Lala halt, ne? Irgendwie so auf 170 Speed, Bio Energy. Auch irgendwie ein paar Devilmons reingeballert. Also ich glaube, der zweite ist irgendwie gemaxt und einer irgendwie den ersten. Das sieht man, glaube ich, hier. Jo. Theoretisch würde es sich fast lohnen, irgendwie in den ersten noch, weil irgendwie mehr Healing am ersten Skill da, ne? Aber schauen wir mal, ob wir irgendwie ein paar Defense Wins irgendwie einfahren mit Vigo und Kinky zusammen. Ja. Ziemlich water heavy. Mit dem Poseidon bannen, oder? Bin gespannt am Balance Patch. Also ich glaube irgendwie nicht, dass irgendwie was genervt wird, was ich benutze. Also prinzipiell glaube ich, kann es irgendwie, falls überhaupt was genervt wird, keine Ahnung. Okay, Pantan. Sehr gut. Also ich glaube irgendwie, dass ich ganz gut dastehen werde nächste RT Season. Wäre natürlich geil, wenn irgendwie was overpowered gebufft wird, halt. Was ich habe, was irgendwie vielleicht nicht jeder hat. So. Weg mit den ganzen Will-Runen. Jawohl. Okay, Scroll tue ich auch nichts. Brauchen wir nicht, weil. Unnötig. Ja, nice. Savannah, hey. Aber gut. Poseidon macht trotzdem genug Damage. Das wenigstens, ja. Das, was Annabelle und Lulu umgefallen sind. Bin gespannt, ob Lulu genervt wird, hey. Wäre mir eigentlich egal, muss ich sagen. Ich wäre wirklich, also für mich wäre wirklich nur interessant, irgendwie so. Ja, Word Revenges einfach, ne? Das ist. Ich glaube, es gibt wirklich viel, viel gibt es eh nicht, was meine Combo, also. Also wenn ich nicht outgespeedet werde, dann ist, glaube ich, wirklich erstens Word der größte Counter und zweitens halt Leo, ne? Und sonst. Sonst bin ich eigentlich recht zufrieden. Bin auch schon gespannt, hier. Mir fast mein Handy aus der Hand gefangen. Bin schon gespannt, was es irgendwie für Skins gibt halt. Nächste Season. Ich glaube irgendwie auch, dass der Demon Skin nicht so. War, glaube ich, für viele Leute gar nicht so interessant irgendwie, deswegen haben es, glaube ich, gar nicht so viele Leute irgendwie versucht. Ich weiß nicht, ob das wirklich einen Unterschied macht, irgendwie was da gerade für ein Skin. Oh, hier. Was da für ein Skin rauskommt. Okay, das ist relativ einfach, was wir bannen. Eigentlich wollte ich einen Fairy King bannen, aber warum? Warum? Warum soll ich den Fairy King bannen? Selbst wenn er Speed Lead hat, werden wir trotzdem outspeeden und ja, er hat sowieso nur Bruiser Units. Also hey. Oh. Schöne Will-Runen. Das Ding ist ein bisschen, muss ich sagen. Was machen wir hier? Na, scrollen wir den da. Fuck. Na gut. Ey, wurscht. Irgendwie würde ich auf ein bisschen auf den Wunser-Buff poppen. Ich meine, ich glaube nicht, dass das passieren wird, ja. So, was killen wir? Eigentlich wasted gerade. Na gut, ist ja wurscht. Ein bisschen würde ich irgendwie gerne auf den Wunser-Buff poppen. Und zwar seinen dritten, irgendwie. Für den Fall, dass die Gegner keine Will-Runen haben, sollte irgendwas passieren. Vielleicht ein Pushback oder irgendwie so in die Richtung, ja. Weil. Ja, keine Ahnung, hey. Wunzer halt. Bringt ja halt gar nichts, ne? Wenn die Gegner keine Will-Runen haben. Kommt zwar nicht oft vor, aber es kommt halt vor und dann geht sie halt übertrieben am Sack, weil du halt eben vielleicht trotzdem outspeedest. Aber es dir halt einfach nichts bringt, wenn du dann den dritten machst, ne? Aber. Ja, das. Vor allem auf hohem Niveau, ha? Ich glaube auch nicht, dass passieren wird, also. Ne? Tschung. The fuck? Ey, Picket.
So ein Arschloch hier. Na gut. Was mache ich jetzt hier? Bin nur völlig aufgeschmissen, hier, wenn ich keine Savannah picken kann. Auch gerade wollte ich sagen, jetzt, na, pick ich Oki, aber hier. Na gut, dann pick du halt Oki. Oh. Gianna. Na gut. Ja, warum nicht, oder? Habt ihr jetzt kein Defense Break irgendwie so in die Richtung? Ich schätze mal, er wird irgendwie so Hahn bannen. Aber er könnte irgendwie fast Poseidon bannen. Nicht bannen, sondern Kahn, oder? Okay, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Ja, was soll's. Ich habe das Yara-Bann war der unnötigste. Aber. Ich möchte doch irgendwie von der Ciara wegkommen, aber es ist irgendwie so ein bisschen halt. Fairy King macht mir irgendwie so zu wenig Damage halt, ne? Wenn Phil Witt ist. Ciara. Ja, Bomber Resist und kann halt nur ein Target Focus, ne? No. Tja, hättest wohl gewünscht, dass du nur. dass du keine Will-Runen hast. So, ich scheiß auf die Trap. Wir outspeeden eh, ne? So. Kill mal, geh mal auf Wind Units hier. Chuck. Chuck. Pew. Pew. Schade, dass er nicht nochmal proppen kann. Tja. Nicht mal rangekommen, der Kollege hier. Nice. So. Ach, scheiße. Apropos Runen, ich zeige euch die. Kann ich euch jetzt zeigen, die Lala jetzt, wenn wir schon da sind. So sieht Lala aus. Und so sieht die eine Weihrune aus, die ich da letztens bekommen habe. Der Speed Legend Dingens ist natürlich plus 4 gerollt, ja. Und der Legend HP Dingens da mit den 7 ist natürlich halt, weil dem Legend Dings ist halt eben auch nur auf 7 gerollt, aber sei es drum. Und ich habe sogar noch so eine Rune bekommen hier. Diese habe ich bekommen. Ist irgendwie scheiße, dass HP innate ist, ja, aber was soll man machen? Ich vermute mal irgendwie, dass ich die 4 Resistance irgendwie ändere für Defense halt auf jeden Fall, ne? Ist halt dann irgendwie auch, je nachdem halt, ne, dabei hat sie 26 Speed, halt 27 oder 28 Speed. Naja, ab und zu kommt es irgendwie vor, dass man was Brauchbares bekommt, ne? Das ist immer mein Problem, dass ich keine, ich bekomme alle möglichen guten Runen, ja, halt Z-mäßig ist halt einfach das Problem. Was bringt dir die 17.000ste gute Revenge oder weiß ich nicht, Vampire-Rune? Ne? Du brauchst halt, weiß ich nicht, Swift, Will und Bio-Runen halt, ne? So, nice von ihm. Er bannt eine Lulu hier. Oh, ich habe First Pick. Ja, ich habe einen Striker die Runde, ne? Für Hagen halt. Jemaya und. Sagar, okay. Bastet. Fuki. Okay. Hm. Was machen wir hier? Ich meine, außer Wunzer picken. Ich brauche irgendwie einen zweiten Speedlead, aber ich will nicht den Fairy King picken. Okay, er pickt auch einen zweiten Speedlead. Logischerweise bann ich den. Okay. Soll mir recht sein, hey, bann die scheiß Ciara, wirklich. Das ist für mich irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie so ein bisschen einen Hass auf Ciara entwickelt. Ich will irgendwie Ciara wirklich so gut wie gar nicht mehr usen, irgendwie, weil einfach wirklich dieses.
Ja, eine Bombe Resist kann ja halt einfach alles kosten, egal so wie im RT oder halt im Siege oder irgendwas, ne? So, wir outspeeden. Oh, schau dir die ganzen schönen Bildrunden an. Dankeschön. So. Tja. Ja, ich will gar nichts scrollen hier. Lohnt sich halt nicht, ne? So, dödem. Okay. Na gut, kill mal irgendwie. Fuki ist, glaube ich, irgendwie das. What? Naja. Kann ich halt keinen zweiten Skill usen. Halt, wirst halt mit dem ersten Skill hier one-shottet. So, scroll mal halt dich von mir aus. Tschüss, Jamaya. Irgendwie auch heftig, ne? Irgendwie so gut wie keiner außer mir, glaube ich, so in die Richtung, benutzt noch den Feuerpinsel. Ist irgendwie scheiße, ne? Vorher war irgendwie unnötig, useless, keiner hat ihn benutzt. Dann wurde er gebufft, dann war er overpowered, ja. Dann wurde er wieder genervt. Und seitdem ist er wieder der Storage Master oder so. Außer bei mir. Das Ding ist leider, ich hätte irgendwie so gerne eine Neftis momentan. Eine Neftis würde mir halt eine übertriebenste Combo ermöglichen. Also hätte ich Neftis, würde ich Neftis first picken, danach Wunzer und Triton. Und dann bräuchte ich halt irgendwie zwei fette AOE-Damage-Dealer, die ich eigentlich nicht habe, aber hey. Da wäre Dings zum Beispiel der Akamamir wäre übertriebenst overpowered in der Combo, weil übertriebenst viele Debuffs halt, ne? Und Speedlead, falls eben Neftis durchkommt. Und falls nicht, wäre halt irgendwie so eine. Azima und Seraph wäre irgendwie so das Traumteam halt, ne? Also Neftis, Double Stripper mit Wunzer und Triton. Und dann eben Azima und Seraph, ja? Das wäre meine. Das wäre, glaube ich, meine absolute Traum-Ultimate-Cleave-Kombo, ja? Oh, ein Heygen. Ein Heygen. Ein Heygen und eine scheiß Lulu. Was macht man? Ah, Poseidon. Was mache ich mir eigentlich Sorgen hier? Als ob der mich irgendwie outspeeden wird, ha? Oder annähernd irgendwie zum Outspeeden. Glaube nicht, ha? So. Nebenbei muss ich gerade ein Doom-Video hochladen. 12 GB, ach du Scheiße. Ja. So, oh, Diana. Papa Diana. Okay. Irgendwie muss ich sagen, bin ich echt froh, dass ich Hahn und Wunzer habe. Ich glaube. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, die Season. Wahrscheinlich halt die normale Combo gespielt. Oh, finde das doch ganz schön schnell. Aber das Ding ist, weil eben Wunzer OP ist und auch boostet, interessiert mich sein Kack-Hagen eigentlich nicht. So, will ich irgendwie was scrollen? Ja, lass Lulu scrollen, ha? Huh? Für den Fall der Fälle. Jawohl. So, alles down. Piu, na gut, nicht alles. Ich glaube, wir haben nicht gecrittet, oder? Oh. Okay. 25 fucking Punkte hier. Sega, ich habe so übertriebenst viele von diesen. Wo kommen die daher? Hey, wieso habe ich so viel von den Punkten da hier? Lohnt sich da irgendwas hier? Also ja auch so lächerlich, dass die 1250 Punkte kosten, ne? Okay, sowas interessiert eh nicht. Jo, kann ich nichts machen hier. So. Guardian Skins für Arme, so wie mein Windpendo. Ist auch kein offizieller Guardian Skin. Ist einer für Arme, habe ich mir gekauft. Oh, danke. Nice. Free Win. Irgend so ein komischer Bot oder so, ne? Oh, ein Deutscher. Ha. Okay.
Scheiße, Mann, ich habe echt zu übertrieben, ist wirklich. Siege nachher machen, EU-Siege, meinen Siege. Summons muss ich machen. Und eigentlich würde ich ganz gerne irgendwie zocken auch hier. Oh, was Dead Prevent, naja. Naja. Das Einzige, was noch geil wäre, ich bräuchte irgendwie. Ich brauche zwei Crit-Rate und mehr mit Hahn. Aber Hahn ist echt ziemlich max. Sind alles Legend-Runen hier. Und auch halt wirklich, also. Sämtliche Grinds irgendwie max und alles. Also keine Chance, dass ich irgendwo zwei Crit-Rate daherbekomme. Außer irgendwie mit einer besseren Rune. Oh. Ha. Aber siehst du, er kann Leo picken. Aber ich kann ja Leo bannen. Er könnte jetzt irgendwie noch so eine Diana picken. Tut er auch. Was logisch ist. Ich vermute mal, er wird entweder den einen oder den anderen Stripper irgendwie bannen. Das ist irgendwie das, was sie immer machen. Dann kann er halt irgendwie die Diana cutten und halt irgendwie shielden, aber. Ja, als ob Hahn sich irgendwie schert um irgend so einen scheiß Diana Shield, ha? Okay, das ist absolut. Das war absolute Fail-Pick, die Rika. Jo, wusste ich, dass er jetzt Poseidon bannt, aber. Na, schauen wir mal hier. Vielleicht hat er Glück und er resistet irgendwas, na, kann man nie wissen. Aber prinzipiell hätte ich den Diana-Pick besser gefunden als den Rika-Pick. So, weg mit Lulu würde ich sagen. Wobei war irgendwie auch scheiße. Ich hoffe, wir landen ein paar Deathbreaks. Okay, wir landen Deathbreak auf Rika. Na gut, können wir irgendwie den Karnel. Wow. Nicht ein Deathbreak. Und wir haben sogar irgendwie einen nicht gecrittet hier, aber einen Bioproc bekommen. Lucky me, aber irgendwie sind wir gerade trotzdem im Arsch. Oh, bekommt den Double Stun hier und einen Bioproc. Okay, ich glaube, wir sind wirklich im Arsch. Er will meinen Hahn killen. Jo, hör auf zum Bioprocken. Dass wir halt nicht einen Deathbreak von Hahn bekommen haben, das war halt overpowered. Na gut, ich glaube, wir gewinnen das nicht mehr. Nicht mal, wenn Hahn jetzt irgendwie rausprockt. Was er sogar tut, aber. Wow, was ist mit diesem Karnel los hier? Okay. Wir haben aber dritten Skill ready. Aber ich glaube, das wird nicht mehr reichen. Hier. Ich glaube, die Leona finisht uns jetzt. Naja, auch wenn sie keinen Schaden macht, irgendwie. Naja, lass mal irgendwie strippen. Na, schauen wir mal, vielleicht. Bitte resiste jetzt nicht, hä? Okay. Wir brauchen halt irgendwie Cooldowns. Und wir brauchen dann irgendwie einen Death Break oder vielleicht einen, naja, einen Buff-Block irgendwie so. Okay, wir heben uns halt den zweiten auf jeden Fall auf. Es dauert halt ewig, bis Savannah irgendwie Cooldowns halt bekommt, ne, wenn die irgendwie nicht auf Bio ist. So. Oh, schon. Oh mein Gott. Hey. Scheiße. Oh, jetzt stunt er mich hier. Oh mein Gott, ja. Okay, Resistance. Resistance ist mal wieder MVP, ha? Kannst du noch überleben? Nein. Defense Break? Nein, okay. Resistance für den Gewinn, ha? Da kann man nichts sagen,
War halt ja, das halt, ne? Kein Defense Break von der Savannah, glaube ich. Kein Defense Break von Hahn. Aber ja. Red man nicht drüber. Okay. Nice. Okay. Du Bastard hier. Tja. Ich mach's einfach mal. Also dreckig von mir, ne? Wenn ich Leo pick, ja, dann bleibt mir halt mein Hahn Wunzer, ja? Und damit hat er keine Chance zum Outspeeden, ja? Du Bastard. Okay, ich mache jetzt irgendwie. Oh mein Gott, was? Okay, das ist echt scheiße. Siehst du? Und genau das wäre das Ding, wo ich irgendwie meine, dass das Wunder irgendwie gebufft gehört. Damit, aber scheiße, das ist eine. Wieso hat seine Tiana gekannt? Naja. Okay, seine Tiana war, glaube ich, schneller als man. Ehrlich? Achso, naja, klar, ja, weil. Ich hatte kein Speedlead, ne? Ich hatte nur Speedlead für Wunzer und kein Speedlead für meinen Pinsel, ne? Ja. Der braucht schon Will-Runen, ne? Irgendwie finde ich es trotzdem krank, dass das Leute gibt, die keine Will-Runen haben. Also, weiß ich nicht, hä? Das ist so. Ist zwar ab und zu ganz gut, aber ich glaube irgendwie, das ist nicht irgendwie, aber egal. Ja, du mich auch, ja. Scheiß Husten. Meine Augen sind wieder normal, aber irgendwie huste immer noch da so ein bisschen. So, weg damit. So, wir scrollen Diana. Weil die halt so langsam ist, dass sie nicht mal irgendwie cuttet. Ja, revenge mich. So, Defense Breakos. Scheiß Lulu nicht bekommen, aber halb so wild. Oh, fuck, hey. Na gut, wenn das. Ja, war eh klar, hey. Was sind das schon wieder, hey? Jesus. Kill ihn. Okay, kill ihn. Oh mein Gott. Rockets nicht. Kill ihn. Okay, killt mein Poseidon. Eklar. Kill ihn wird nicht reichen. Eklar. Du finishst ihn jetzt hoffentlich, okay. Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, hey. Naja, okay, der wird jetzt meine. Ach Gott, sind die Leute schon wieder. What? Okay. Eigentlich hätte er auf Savannah gehen sollen, oder? Halt dich, Wunzer. Halt dich. Jo, kannst du. Was? Wieso strippst du schon wieder nicht, hey? Meine Fresse.
Ist dann jetzt nicht meine Savanna, ha? Können wir nicht killen endlich? Okay. Eigentlich war ich schon fast dabei zum Liefen, aber... Naja. Wie viele sollen wir denn eigentlich machen hier? Wir werden ja gar nicht platziert oder so, ne? Na gut, was soll's. Keine Ahnung. Light Pendulbahn, okay. Interesting. Lustig ist auch, mein Lieber, der nicht mal Artefakte. Hey? Aber wurscht, hier. So, was macht denn der hier? Okay. Eigentlich hätte ich gedacht, der will jetzt irgendwie auch cleaven oder so, nachdem er irgendwie ein Light Pendulbahn. Aha. Versucht mich da irgendwie mit einer dreckigen Yon-Hong-Molong-Kombo zu... Aha, okay, okay, okay. I see. I see. Ja, Leo-Game, oder? Na, warte, warte. Scheiß auf Leo hier. Er braucht jetzt auf jeden Fall einen Speed-Lead. Ansonsten Ciara-Bun. Easy, GG. Oh, du Bastard hier. Das ist, ich wette, dass das so ein scheiß Nemesis Bella Julis. Wirklich, weil ich weiß nicht. Irgend so ein Triple Nemesis Bella Julis oder so in die Richtung. Oder Double Nemesis Will Bella Julis wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. So, ich mach's einfach. Eigentlich ist der dritte Skill gar nicht so. Ja, sag ich ja. Aber trotzdem zu langsam, du Drecksbastardo hier. Sorry, reduce und so. Okay, nice. Hat funktioniert dein Resistance Lead hier. So, weg mit dir. Für den Fall, dass wir dich nicht resettet haben, weg mit dir. Ja, ja. Mann, scheiß. Double Nemesis. Oder was? Triple Nemesis? Ich weiß nicht. Das war auf jeden Fall Nemesis. Ziemlich Double Nemesis. Finde ich total übertrieben. Mein Wunzer macht irgendwie 6k Damage, ja. Und er bekommt so viele Tech-Bar. Hey, das ist... Ja, Nerf halt, ne? Nerf einfach nur. Irgendwie habe ich gedacht, dass das so ein Molong Lulu Typ ist. Chibu, ha? Huh? Dich will ich heute nicht sehen in meiner Scamstone Rotation. Aber pick dann Triton, hä? Huh? Es könnten Swift Genny sein. Könnte. Es ist so schwer, irgendwie die Leute zum Einschätzen, hä? Ob es ein Bio Genny ist oder ein Swift Genny. Ich meine, Genny hat halt auch den Ober. Halbwegs overpowered und Base Speed, ne, von 113. Gott, ich wünschte irgendwie, mein Jogger hätte irgendwie 10 Base Speed mehr oder so. Okay, das war mir fast klar, dass er Wunzer band. Schauen wir mal, ob es ein Swift Genny ist. Wir haben halt den besten Speed Lead, ne? Aber halt. Naja, glaube ich, fast ausgeglichen, ne? So, hör auf zum Ruckeln hier. Oh mein
Gott, hier. Schauen wir mal, ob er cuttet. Wenn er cuttet. Okay, das Problem ist halt Feuer. Okay. Kein Problem. No problem detected. Bisschen lucky. Er hätte halt cutten können. Weil genervter Jogan hier. Rip Speed Buff. Oh, Symph Lynx. Der ist, glaube ich, nicht so übel, huh? Oder? Okay. Oh, ist schon Conqueror hier. Conqueror 1. Ich hoffe, dass sie auch wirklich was an dem scheiß RLT-System jetzt mal irgendwie arbeiten, hier, was so Rankings angeht, hier. Weil, ja, irgendwie so Fighter-Bereich war ja wirklich lächerlich. Ich glaube, Fighter-Bereich war eine Spanne von 500 Punkten oder irgendwie so, total behindert hier. Während gleichzeitig wieder G1 und G3 ein Unterschied von 100 Punkten teilweise war, ja. Also High G1, 100 Punkte mehr, wärst du schon Low G3 gewesen, ne? Total dumm eigentlich, also, ja. So. Sieht nach einer Poseidon-Game aus. Tja. Als ob mich denn Ragdoll. Wer hätte gedacht, ha? Und wer hätte gedacht, dass er Poseidon band? Das ist doch cool, dass Poseidon auf einmal irgendwie so stark geworden ist, ne? Nur wegen dem Buff irgendwie so am dritten, glaube ich halt, ne? Wobei, ja, war irgendwie immer schon recht gut. So, Strip. Fuck you, okay, scroll die mal. Komm bitte Strip in. Danke. Lande Defense Breakos, scheiße. Probieren wir es hier. Eigentlich sollte ich Ragdoll killen. Ah, verdammt. Okay, stun den Ragdoll oder kill ihn. Sleep ihn. Push ihn back. Kill den da. Trocken Vio. Ah. Stun mich nicht. Wie geht das immer? Das ist so übertrieben, dieser scheiß Kanal. So wie so ein hundertprozentiger Vio-Proc, ne? Allein Triple Stun into Vio-Proc hier. So wie so, weiß ich nicht, wie so Amen im Gebet oder so in die Richtung hier. Spacken hier. Hat mich gelackt einfach gerade hier. Ohne Spaß. Scheiß Kanal, wirklich hier. Der braucht einen Nerf. Der braucht einen Nerf. Und ich brauche, naja, Double Drive Button. Ich brauche einen Cola. Kennt ihr ihn? Was für eine overpowered Combo da, hey. Ja. Free to play can. Na ganz süß, hä? Hey. Jack, Striker Bun, dann kriegen wir schon mal Turn 1. Ah. Außer, dass ich jetzt wieder so ein Bastard, der keine Will-Runen hat. Boah. Ich schwör, wehe, der hat keine Will-Runen. Na! Wegen seinem scheiß Blushen verliert er hier. Na gut. Okay. Ist mir relativ wurscht, ob da resistet wird. Das Ding ist einfach, Blushen ist nicht so wild. Wenn ein ganzes Team down ist, ja, und sein ganzes Team ist down, ist völlig wurscht hier, ob der irgendwie dazu kommt, dass er bombt oder nicht, also. So. Wobei, ich sollte ihn trotzdem killen, hier.
Ja, ist eigentlich wurscht. Ist eigentlich wurscht. Falls er überhaupt rankommt. Okay. Tja. Hättest du mal irgendwie keine Will-Runen auf dem scheiß Joker gehabt, ja? Wer weiß. Oh, nett von ihm hier. Leo Preban hier. Leo World Preban. Was gibt Schöneres für mich? Außer vielleicht, dass ich vielleicht von Coca-Cola mal gesponsert werde hier. Als ob, ha? Als ob mich überhaupt irgendwer sponsert hier. Die Combo und dann Preban Leo, ha? Oh. Okay, ist mir aber eigentlich auch wurscht hier, ja? Ciara oder Fairy King? Na gut, ausnahmsweise Ciara. Und ich bann. Ja. Ehrlich. Ich hätte auch Chivo bannen können, hätte er kein Speedlead gehabt, dann glaube ich irgendwie nicht, dass Valantis so overpowered wäre, aber. Das Ding ist halt, Savannah wäre besser für Valantis, aber ist eh wurscht, weil wir ihn outspeeden und Chivo keine Will-Runen hat und wir ihn scrollen. Nice. Okay, unnice, aber ist mir auch wurscht. Kill Oki, Bomb Genny. Detonate sollte vielleicht killen. Naja, wenn nicht, dann halt eben der Bioproc. Das Ding ist halt, Ciara macht halt leider auch nicht genug Damage, weil sie halt Slot 4 Crit Rate hat. Das Problem ist halt, wenn ich ihr eine Attack-Rune gebe und kein Crit habe, dann ja, cycelt sie halt auch überhaupt nicht. Ne? Ciara ist nicht der beste Pick irgendwie so, aber Ciara ist halt cool wegen Speed Lead. Okay, ich glaube letzter oder so. Ne? Ich muss da ein bisschen was anderes machen hier. Molong! Interessant irgendwie, dass Molong irgendwie so ein Comeback feiert, ne? Das sieht nach einem Poseidon-Game aus. So, jetzt kommt Lulu und Karnel oder Diana. Okay. Oder die overpowered LG-Units. Nyx ist auch ein bisschen asozial. Okay, und Douglas sowieso. Na gut, ich schätze mal irgendwie, dass er jetzt Poseidon bannen wird. Jo. Könnte ein bisschen zum Problem gerade werden. Erstens fetter Resistance Lead, zweitens Nyx Passive, drittens Molly, viertens Douglas. Naja. Gucken wir mal, ne? Okay. Okay, weg mit dir. So. Revenge mich nicht, danke. So, Defense Breakos. Ja, nice. Ja, nice. Außer wir glanzen jetzt, aber tun wir nicht. Okay, tun wir auf Molly, aber hier. So. Was ist in der Scroll? Ich habe keinen Plan gehabt. Ah, nix. Okay, hat gerade mein Hahn resettet, aber macht nichts. Sayonara Douglas. Douglas. Wie kommt man auf den Namen? Douglas. Naja. Back to Fighter, Junge. Hey? Na gut, doch nicht. Ja, komm, lass ich mir noch eins machen.
Ist sehr wurscht. Aber dann höre ich auf. Vielleicht. Für mich wäre das auch irgendwie das. Wenn ich in der normalen Season dieser Pre-Ban wäre, das wäre, glaube ich, übertrieben gut für mich. Hä? Weil ich halt nicht. Weil halt die meisten. Komm halt drauf an, wenn er irgendwie weiß, was ich halt spiele, ist halt auch scheiße. Ne? Aber wurscht. So, was pickt er, ha? Huh? Oh. Gib mir Asima hier. Asima ist so stark hier. Ja, du mich auch hier. Da pickt er Jena oder sowas, ja, ist auch wurscht hier. Ich habe am besten Speedlead. Ich habe das bessere LD Night 5. Ich habe mehr Giants gefarmt. Vielleicht noch nicht. Ich glaube schon. Weg mit dir. Ach, sein Genny cuttet auch nicht. Ja. So schnell kann es gehen. Oh, wir sind Conqueror. Na dann. Dann machen wir noch eines Mal wieder einen Fighter droppen hier. Okay. Dann machen wir keines mehr. Spiel will scheinbar nicht. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.